Naja, also in den 80er Jahren habe ich eben festgestellt, das war die Zeit, wo ich auch selber studiert habe, dass Seminare zu kontextuellen Theologien gut besucht waren. Es war einfach viel Interesse da, selbst wenn sie ein Seminar machten über Minjung-Theologie in Südkorea oder schwarze Theologie in Südafrika, konnten sie mit 80 Teilnehmern rechnen. Und schon in den 90er Jahren brach das völlig weg. Es war eben dann doch harte Arbeit, Studenten für das Thema zu begeistern. Und in meinen eigenen Lehrerfahrungen habe ich gelernt, wie sich das so nach und nach wieder aufbaute. Ja. Aber es war sozusagen keine Neugier mehr dafür, sondern musste eigentlich erst Interesse wecken. Und das ging einher eigentlich damit, dass die traditionelle Theologie europäischer Provenienz ihre Chance genutzt hat, um diese Dinge auch aus dem Curriculum wieder zu entfernen. Also, dass es heute eigentlich so ist, dass noch an den wenigsten Universitäten in Europa protestantisch oder katholisch kontextuelle Theologien zum normalen Lehrprogramm gehören. Ja, und auch wenn Sie sich Lexika angucken, dann endet das immer noch so ein bisschen mit der Theologie der 50er, 60er Jahre. Und es ist nicht selbstverständlich, was es eigentlich sein sollte, dass heute bei einem Artikel Christologie eben auch die Christologien der Theologen aus Afrika, Asien und Lateinamerika und in der zweiten Generation auch der Theologinnen mit berücksichtigt werden. Ja. Und das hat in meinen Augen auch etwas zu tun mit, wer hat die Definitionsmacht. Und das ist immer noch, sagen wir mal, wer in Europa Theologie studieren will, aus Afrika, Asien oder Lateinamerika, muss sich sozusagen auch erstmal dem hier herrschenden Theologietreiben anpassen. Und es wird dann immer etwas schwierig, wenn die Leute eben über ihren eigenen Kontext reflektieren wollen und das auch zum Gegenstand ihrer qualifizierenden Arbeiten machen wollen. Nicht? Also insofern es gab mal ein Fenster, wo das möglich war, darüber zu kommunizieren, und das ist eigentlich geschlossen. Und insofern würde ich nicht sagen, die Tagung kommt zu spät, sondern es ist ganz gut, dass die Tagung mal wieder daran erinnert, dass es sowas gibt und dass das auch auf die Tagesordnung gehört. Und ich glaube auch, dass gute Chancen bestehen, dass die Stimmung noch mal kippt. Jedenfalls in den Kirchen vor Ort selber. Dass da die Kirchenleitungen doch merken und die theologischen Ausbildungsstätten, dass die Kontextualität jedenfalls vor Ort ein wichtiger Bestandteil ist. Und die Curricula da sind natürlich auch gebildet nach westlichen Curricula. Ja. Wie ich mein Buch Die vielen Gesichter Jesu Christi publiziert hat, war ich eigentlich ganz glücklich, dass ich die Idee hatte. Ich habe so ein offenes System gefunden, innerhalb dessen sich diese theologischen Entwürfe aus Afrika, Asien und Lateinamerika verstehen lassen, und wurde dann aber im Grunde genommen schon wieder von der Aktualität der Ereignisse eingeholt. Unter dem Einfluss der Globalisierung hat sich im Grunde genommen das ganze kontextuelle Projekt verschoben. Wenn man nach den ersten Inkulturationstheologien zum Beispiel guckt, dann steht dahinter doch noch sehr stark ein essentialistisches Kulturverständnis, das davon ausgeht, es gibt sowas wie afrikanische Theologie, die eben aus dem Schatz der afrikanischen Kultur und Religion schöpfen kann. Wobei diese ja deformiert waren durch den Einfluss des Kolonialismus und in solcher Reinform eigentlich gar nicht mehr existierten. Ja, und heute, im Anbetracht einer großen afrikanischen Diaspora und einem Bewusstsein dafür, ist dann die Frage, ist es so gegeben, dass kontextuelle Theologie in Afrika sich beschränkt auf das Territorium Afrikas? Und wie verhält sich das eben der afrikanischen Existenz in der Diaspora? Und von daher sprechen wir von Deterritorialisierung. Ja, das ist sozusagen nicht, es gibt nicht mehr grundsätzlich eine Gebundenheit zwischen Kontext und Raum. Ja, aber auf der anderen Seite natürlich ist ein Unterschied, ob ich afrikanische Theologie in Afrika betreibe oder afrikanische Theologie in Amsterdam, ja, in einer afrikanischen Diaspora.
oder in Lateinamerika. Nicht? Was ja auch eine große Kritik an der Befreiungstheologie war, der ersten Generation, dass sie diese Diaspora eben überhaupt nicht zur Kenntnis genommen hat. Das Zweite ist eben, dass Kulturen heute doch sehr viel stärker wahrgenommen werden als vermischt, hybridisiert, ja? Sodass auch da dieses essentialistische Kulturverständnis unter Druck kommt. Sondern es geht heute vielmehr darum, immer erstmal eine genaue Analyse zu machen, wie sieht die Kultur aus, in der wir uns bewegen. Und dann kommen eben diese ganzen Mischverhältnisse ans Tageslicht. Und dennoch würde ich sagen, wir streben nicht zu einer Einheitskultur, sondern es gibt immer noch kulturelle Unterschiede. Es gibt sowas wie afrikanische Kultur und innerhalb Afrikas dann Ostafrika, Südafrika und so weiter. Ja. Und das Gleiche gilt für Asien natürlich. Ja. Aber zu gleicher Zeit gehört es dazu, dass man eben diese Mischverhältnisse, Wechselwirkungen viel stärker in Betracht zieht. Und das Dritte ist, ja, ein Zentralbegriff der kontextuellen Theologien der ersten Stunde, gerade auch der Lateinamerikaner, ja, die Basisgemeinschaften, war eben, Theologie vollzieht sich in Gemeinschaft und ist bezogen auf die Gemeinschaft. Jetzt sehen wir, dass Menschen eben nicht nur zu einer Gemeinschaft gehören, sondern eben Loyalitäten zu mehreren Gemeinschaften entwickeln. Ja. Wir haben dann eine koreanische Buddhistin, die einen muslimischen Nigerianer heiratet, ja, wo es in der Familie auch auf der koreanischen Seite Christen gibt, ja, und auf der nigerianischen Seite noch Anhänger traditioneller Religion. Und wie organisiert man sich dann neu, zu welcher Gemeinschaft gehören sie und auch die Kinder. Ja. Und insofern gibt es also diese Verschiebungen innerhalb der kontextuellen Theologien, auf die man dann auch wieder theoretisch einspielen muss. Und das macht eben die Notwendigkeit gerade der interkulturellen Theologie auch aus, dass die interkulturelle Theologie immer im Zwischen operiert und beobachtet und ins Gespräch bringt, wie verschieben sich theologische Landschaften. Naja, es ist natürlich zunächst mal ein Kennzeichen der Kirche, dass die Kirche eine ist. Ja. Aber natürlich, wenn ich Bob Schreiter über die neue Katholizität reden höre, dann nehme ich ihn natürlich auch wahr als einen katholischen Theologen, der versucht, die Tradition des Zweiten Vatikanischen Konzils zu perpetuieren und aus einer Erfahrung der Weltkirche spricht, die mir als Protestant zum Beispiel so gar nicht geläufig ist. Ja? Denn der Protestantismus ist ja versplittert. Auch wir haben natürlich die Erfahrung, es gibt Lutheraner in Brasilien und selbst in Korea ein paar. Ja, und oft sind die Unterschiede dann zwischen den Kontinenten größer als zwischen den Konfessionen in den Kontinenten in mancherlei Hinsicht. Ja. Aber für mich als Protestant bleibt es natürlich immer ein ambivalenter Begriff. Ja. Auch ist mir klar, dass sich Katholizität natürlich auch jenseits des römischen Katholizismus zunächst mal verstehen lässt als ein Kennzeichen der einen Kirche. Doch leben wir natürlich in der Erfahrung der konfessionellen Unterschiede. Naja, also ich... Zunächst mal glaube ich, dass oft, wenn von Weltkultur gesprochen wird, doch das westliche Kulturverständnis dahinter steht, auch die westliche Moderne getragen von der Aufklärung, während ich heute von pluralen Modernen spreche. Es gibt sicherlich mehr als eine Moderne und die sind dann auch nicht allein geprägt von der westlichen Aufklärung, sondern auch von den kulturell-religiösen Ressourcen vor Ort, ja, dem Konfuzianismus, Buddhismus und so weiter. Insofern denke ich, wenn von Weltkultur gesprochen wird, dann muss immer das darauf abgeklopft werden, was meint derjenige dann damit, der es gebraucht. Ja? Und das Zweite ist natürlich, dass der globale Konsumkapitalismus natürlich gehofft hat, es lässt sich eine Einheitskultur kreieren durch die
Symbole des Konsumkapitalismus, ja, um die Produkte noch leichter an den Mann zu bringen. Und das hat sich glücklicherweise ja als Irrtum erwiesen. Ja. Die lokalen Kulturen haben sich als viel stärker erwiesen als die Hoffnung der multinationalen Konzerne war. Ja. Also insofern auf der einen Seite Weltkultur als Hyperkultur, die sozusagen da drüber gelegt wird, ohne wirklich jetzt substanziell und tiefen Wirkung zu haben. Ja. Und auf der anderen Seite eben oft noch die Idee, doch die alte Idee des kolonialen Projektes, dass im Grunde genommen die westliche Kultur die überlegene ist, nicht? Und oft auch in der Identifikation dann von westlicher Kultur und Christentum. Ja. Also dieser Gedanke spielt doch auch noch eine Rolle. Ja. Naja, also wenn ich das Thema jetzt aus protestantischer Sicht hätte formulieren müssen, hätte ich wahrscheinlich eher gesagt Kontextualität und Interkulturalität der Theologie. Denn da sozusagen, das charakterisiert im Grunde genommen auch das Projekt, was ich verfolge, ganz gut. Ja, diese Spannung zwischen einerseits der kontextuellen Ausformung des christlichen Glaubens und andererseits, dass es immer wieder interkulturell auch vermittelt werden muss.